Egal, einfach mal hallo. Hallo. Bin ich mal wieder, kennen mich ja alle von diversen Sendungen. Ja. Ich bin ja eine Berühmtheit. Ja. Aber der Sinn des heutigen Abends, der Sinn, warum ich hier bin, ist nicht ich selber, sondern ich soll heute Abend den Oscar verleihen, den Sport-Oscar, für das beste Sportlerlebenswerk. Und dieser beeindruckende Oscar geht dieses Jahr an einen einzigartigen Mann. Und hier ist er schon, Ihr Gewinner. Hier ist Ihr Titan, hier ist Oliver Kahn. Ja, hallo, hier ist er ja schon. Oliver, Mensch. Ich begrüße Sie recht herzlich. Wunderschön, Lichtenhall, ja. Wunderschön. Und, Herr Kahn, ganz kurz zum Anfang, wie fühlen Sie sich? Ich meine, gut sehen Sie ja nicht besonders aus, wenn ich mir das Ganze so betrachte. Ja. Hallo, Lichtenhain. Schön, dass ich heute hier sein muss. Mir geht's gut. Hab immer noch Top-Fitness-Werte. Bin noch voll im Tee. Herr Kahn, dass Sie recht fit sind, ja, das haben wir ja schon gesehen, ja. Und außerdem, die Bananen können Sie auch noch fangen, wie früher so gegen Tore. Ah, Herr Pocher, nicht zu spitz, ja? Ja, okay, Herr Kahn. Aber zum Anfang noch eine andere Frage, was viele Zuschauer sehr beschäftigt. Der Druck für Spitzensportler, ja, ist ja heutzutage immens groß, ja. Sie hatten diesen Druck sicherlich früher auch. Wie sind Sie damit umgegangen? Ah, wissen Sie, Herr Pocher, dieser immense Druck, jede Woche in der Fußball-Bundesliga Spitzenleistung bringen zu müssen. In der Champions League gegen die besten Teams der Welt einzutreten. Ja, er kann in der Champions League, aber auch wirklich nur, wenn sie in der Champions League gespielt haben und nicht wie zuletzt im UEFA Cup, im Cup der Verlierer, ja? Wissen Sie, Herr Pocher, beim FC Bayern hat man immer Druck, solch immensen Druck, diese Höchstleistungen abzurufen. Er kann die Höchstleistung abzurufen, das ist Ihnen ja nicht immer gelungen, ne? Wissen wir ja alle. Aber nochmal was anderes. Wie konnten Sie diesen, wie Sie selbst sagen, immensen Druck bewältigen und wie haben Sie ihn abgebaut, diesen Druck? Ja, Herr Poch, Sie kennen doch in München dieses P1, diese Nobel Disco. Da wurde mir der Druck sozusagen weggeblasen. Wurde aus mir herausgezogen, sozusagen ausgetrieben. Herr Kahn, was ist denn? Herr Kahn, Herr Pocher, sagen Sie mal, ist das da hinten der dieser Lehmann, dieses Scheusal? Herr Kahn, bleiben Sie ganz ruhig. Ach nein, das ist doch nur der Großvater, ja, okay. Also meine Güte, Herr Kahn. Also Sie haben das immer noch nicht so richtig verkraftet, damals zur WM das, ne? Also dass der Lehmann im WM-Tor stand und nicht Sie, ne? Also, und weil wir gleich bei dem Thema sind, wie bewerten Sie den Konkurrenzkampf der Torhüter in Deutschland um das Nationaltor? Herr Pocher, nennen Sie diese Typen doch bitte nicht Spitzentorhüter. Wenn ich diesen Adler sehe, den Adler, der wie ein blinder Spatz auf Futtersuche durch den Strafraum irrt. Oder dieses Schalker Milchgesicht, Herr Kahn, Sie meinen, glaube ich, einen Homosexuellen, ja? Ja, genau, Herr Bocher, das meine ich, das kenne ich auch gar nicht. Aber wenn die Scheiße läuft, dann läuft eben die Scheiße.
Und dann fällt mir auch gleich wieder dieser Lehmann ein. Der kommt mit diesem Druck überhaupt nicht klar. Der springt während des Spiels hinter die Bande und lässt es einfach laufen, dieser kleine Pisser. Also, ich weiß auch nicht. Mit dem Lehmann, da werden sie nicht mehr so richtig grün, habe ich so das Gefühl, ja. Ich meine, viele dachten ja, sie werden Freunde werden, sie und der Herr Lehmann, ja. Aber was stand nun genau auf dem Zettel, den sie ihnen zur WM gegeben haben, im Spiel gegen Argentinien im Elfmeterschießen erkannt? Also, wissen Sie, Herr Pocher, da stand nicht drauf, das, was alle denken, ja. Da habe ich drauf skizziert, wie dieser Lehmann diesem Klinsmann wohin gekrochen ist, dieser Arschkriecher. Ach so, ja, na gut, okay. Ist ja jedem sein Recht, sowas mal zu machen, ne, in der Nationalmannschaft. Das sehen wir ja auch aktuell wieder. Aber egal. Herr Kahn, Sie haben ein Buch geschrieben, glaube ich. Ja. Es trug diesen wahnsinnig aussagekräftigen Titel. Ich, Erfolg kommt von innen. Sagen Sie uns bitte ein paar Sätze dazu. Ah, Herr Pocher, da habe ich überlegt, was machst du jetzt? Da habe ich überlegt, wie fängt man sowas an? Da habe ich das Buch erstmal aufgeschlagen. Das hat geholfen. Glaube ich. Dann habe ich gedacht, ich muss da mehrere Bestseller zusammenlegen. Da habe ich gedacht, ich bin dann eben mal feucht, Oliver. Ja. Gerade richtig. Und dann habe ich gedacht, du musst den Leuten ja auch was sagen. Du musst ihnen was vermitteln. Und da habe ich aufgeschrieben, am Anfang erschuf ich Himmel und Erde. Das ist sympathisch, nicht zu großkotzig, so wie eben der FC Bayern ist. Ich glaube, das war auch genau der Grund, warum sie Millionen, ach Milliarden von ihren Büchern verkauft haben, ja. Aber ich habe gehört, weil das ja mit dem Buch nicht so geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt haben, sie Erdeschöpfer, ja, habe ich gehört, sie wollen ihr Geld demnächst im Management verdienen. Ist das richtig, ja? Ja, Herr Pocher, wissen Sie, ich manage ja jetzt eine Damenfußballmannschaft. Und habe ich die besten Spielerinnen heute Abend mal mitgebracht. Das sind dann die Verena, Simone, die Lurina und die Silvi. Oh, Mensch, Herr Kahn, ich bin ja komplett überrascht. Wie kommen Sie denn an so hübsche Mädels? Ja, Herr Pocher, zunächst muss ich denen erstmal beibringen, wie man den richtigen Biss entwickelt. Mädels, nicht zu, das geht doch viel besser, schau doch mal her! Herr Kahn, immer sachte mit den Pferden, Herr Kahn, immer sachte, ja. Es ist auch extrem schwierig, Herr Pocher. Wissen Sie, den Frauen zu vermitteln, Sie wissen, dieser immense Druck, wie man die richtige Technik und Taktik aufs Spielfeld bringt. Mussten Sie wohl auch noch ein bisschen an der Taktik mit Ihnen dann arbeiten, oder was? Wie ist das, Herr Kahn? Ja, da musste ich noch an der Technik und der Taktik feilen. Ach, Herr Pocher, schauen Sie sich das doch an, das ist ein Dilemma. Nein, das ist eine immens schwierige Aufgabe, das ist ein immenser Druck, Herr Pocher. Und, ja. Und, dann musste ich Ihnen doch auch noch dieses Aufbauspiel von hinten mit diesem starken Pressing beibringen. Starkes Pressing meinen Sie, Herr Kahn, ja? Dann schauen Sie sich das doch an! Ah, ich sehe das schon. Ja. Dieser immense Druck, der da aufgebaut wird, den ich natürlich auch habe. Ah, Herr Pocher, und dann, dann ist die Frage, was sagst du dann in diesem Fall? Gute Frage. Früher konnte ich meinen Mitspielern ja noch sagen, Jungs, ihr müsst Eier zeigen, Eier! Was sag ich denn denen?